Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Folge von BOTW. In der letzten Folge haben wir alle 900 Crocs gesammelt. Und jetzt habe ich euch versprochen, weil wir in der Wüste waren und einen Schrein nicht gemacht haben, sondern direkt die Belohnung gleich geholt haben. Ja, wie ihr gerade seht, ist ein Segensschrein. Also eigentlich hätte ich da reingehen können und danach gleich direkt hingehen, aber das wusste ich halt nicht. Und voilà. Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt dabei, die restlichen Schreine zu machen. Damit wir die Belohnung für die Schreine holen können und danach die Quests angehen können. Oder halt die DLC-Story. Da bin ich noch unschlüssig, wie ich das mache. Aber ich würde sagen, wir sehen uns erstmal wieder draußen, gell? So. Dann sind jetzt nur noch 6 Schreine. Einer davon ist hier. Aber den habe ich doch, hätte ich doch nicht, den hätte ich doch eigentlich finden müssen, oder nicht? Da ist einer. Da ist einer. Das ist eine Schreinquest. Ich guck mal nach, was alles Schreinquest-mäßig unterwegs ist, ne? Dorf der Orni. Das ist der eine Ding da. Das ist der, wo wir 16 Uhr brauchen für. Und der folgende Bruder. Da gucke ich einfach mal nach. Erstmal gucken, wie viel Uhr wir haben. Es ist 14 Uhr. Wir teleportieren uns jetzt einfach mal dahin und fliegen zu diesem Punkt. Da dürfte einfach ein ganz normaler Schrein rumstehen. So, dann markiere ich den schnell. Das dürfte einfach ein ganz normaler. Da in der Richtung. Da, ich sehe schon hier. Mittags. Ich glaube, ich bin schon zu spät, oder? Als ob ich schon zu spät bin, ey. Moment, 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 Moment. Quest rein. Der Orni-Turm, schlank und schwarz, der Mittagssonne enthüllt sein Herz. Das Herz des Turms, es schläft so fest, denn du Feuers wachen lässt. Ich glaube, ich sehe schon, was wir machen müssen. Aber wo ist jetzt dieser? Da. Warum habe ich Bombenpfeile aus? Ja, scheiß drauf. Da erscheint dann der Krok, der Schrein, genau. Krox, genau. Krox. Wir haben alle. Ich weiß, was ich glaube ich machen muss. Feuer hier drauf. Und dann Mittagssonne abwarten. Das heißt, bis mittags. Gucken wir mal. So ungefähr. Bitte sei es, sage es richtig. Ich glaube, da muss ich rein und Feuer muss dann hier sein. Oder ich muss einen Feuerpfeil da reinschießen. Kommt drauf an. Kommt davon, was er von mir sehen will. Feuerpfeil oder ein Lagerfeuer. Das heißt, das halte ich mal auf. Das behalte ich mal. So wie die Gardesachen, die behalte ich auch erstmal, bis ich die Quest da abgeschlossen habe. Können wir die vielleicht abschließen heute noch? Also entweder diese Folge oder halt die nächste Folge, die heute noch erscheint. Gut. Haben wir alles richtig schon gelöst. Das heißt, da drin wird wieder ein Segensschrein sein, oder? Naja, aber das ist halt die unsere letzten Schreine, die Hälfte davon einfach Segensschreine sind, ne? Finde ich schon geil. Das Rätsel des Orni-Lieds. So, dann gehen wir jetzt da rein. Schauen wir mal. Oh, ist sogar kein Segensschrein. Das ist mal irgendwie eine Erleichterung. So. Okay.
Da muss ich jetzt Kanonen spielen, hä? Ist ja easy. Okay. Dich hätte ich fast übersehen, mein Freund. Wenn du die einzige Truhe bist, das muss ich übrigens auch noch überprüfen, ob ich alle Truhen habe bei jedem Schrein. Da habe ich alle. Aber normalerweise müsste ich alle haben. So. Da ist schön das Zeichen Bewährung, aber da hinten ist noch eine Kanone. Mit einer Bonustruhe. Wahrscheinlich ein bewegliches Ziel, oder? Ja, also alles bewegt sich hier. Ganz geil. Schade, ganz knapp nicht. Ah, das war zu... Da ist ein guter Zyklus gewesen gerade. Mhm. Jetzt ist das Ding in der Mitte zu langsam. Ach komm! Das letzte war's. Schon wieder! Mann! Jetzt ist das langsame wieder in der Weg. Ja, Alter. Bro, das letzte, das mag mich nicht. So. Das war das erste. Jetzt war ich... Alter. Bro. Jetzt er. Sogar mittig. Perfekt reingeschossen. Naja. Easy. Und dir passt. Und alle tun. Im Schrein. Machen wir prüfen, ja. Das ist ja... Dass wir als die letzten Schreine so solche sind, das ist irgendwie lustig. Und damit wir alle haben, muss ich mal meine Zeichen der Währung eintauschen, dass wir auch die maximalen Herzen haben. Also nicht maximalen Herzen, weil es gibt ja noch durch den DLC, kriegen wir noch mehr Herzen, aber dann haben wir fast alle. Auf jeden Fall sehen wir wieder draußen uns wieder. So, dann welchen Schrein als nächstes? Da ist einer. Da ist einer. Da ist zu zwei, drei sind noch in der Wüste. Dann gehen wir jetzt nach Eldin, würde ich sagen. Und kümmern uns um den verlorenen Bruder auf dem Todesberg. So, Link, ich weiß, was für ein Gesicht du gerade machst. Nicht mehr lang. Muss die Hitze aushalten. Ist schon vorbei. So, und jetzt Schreinquest. Da. Wo ist er? Ah, da muss ich jetzt so. Wir wollten zum Marugo-Tunnel, südwestlich des Marugo-Teils gehen. Hier wahrscheinlich, hier. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Mal schauen, was das jetzt für eine Quest ist. Und ob wir heute alle Schreine rankriegen. Ich glaube nicht. Also diese Folge zumindest nicht. Weil bei der in der Wüste muss ich noch gucken. Mal schauen. Da. Da war der Krog. Ah, dann hätte ich da einfach nur runterfliegen müssen. Dann wäre ich schon... Hier muss ich hin. So. Ach, das war... Ich glaube, ich weiß, was das war. Das wird eine längere Quest. Oh,
ich kann nicht mehr. Hinter diesen Felden ist irgendwo das Geheimnis des Helden. Ich habe mir vorgenommen, es zu finden, um zu beweisen, dass ich ein starker Rune bin. Aber jetzt bin ich so hungrig, dass ich nicht weiterarbeiten kann. Bruder, jetzt verstehe ich dich endlich. Du hast nur getan, was du tun musstest. Ich habe eine Bitte an dich. Also sein Bruder, hilf ihm bitte. Geh einfach den Hügel runter. Dort sind die Specksteinklippen, wo es das beste Felsenfilet gibt. Bitte bring mir ein saftiges Stück. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Schaufelschultern bringen mich um heute. Gron, Volkskrankheit Nummer 1. Ich bitte dich, das machst du, oder? Gut. Da runter. Aber ich glaube, es bringt nichts, wenn ich jetzt schon die ganzen Monster töte. Die werden später wieder da sein. Außerdem kann ich einfach vorbeilaufen an denen. So. Da. Hammer. Saftiges Stück Felsenfilet. Oh, jetzt bin ich so langsam unterwegs. Willst du mich verarschen? Und da muss ich aufpassen. Boah, das arme Tier. So, von oben rollt jetzt was runter. Bro, da muss ich sogar dem Weg hier folgen. Ich muss... einfach aus Zickzack laufen, Zickzack laufen, Zickzack laufen, Zickzack laufen! Zickzack laufen, Zickzack laufen. Bro, what the fuck? What the hell? Das war schon? Ich habe irgendwie mehr erwartet. Und ich habe irgendwie auch mehr in Erinnerung. Ja, egal. Das sollte allerdings jetzt auch ein Segenschrein sein. Hoffe ich. So. Endlich, der Moment ist gekommen. Würfel ist direkt in den Topf. Das ist eines der schönsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Was für ein erlassenes Felsenfilet. Ich muss sofort anfangen zu kochen. Boah, holy shit, es sieht gut aus. Es ist vollbracht. Das geröstete Felsenfilet ist fertig. Ist das etwa einer der unwiderstehlichen Duft von geröstetem Felsenfilet? Bruder, Essen ist fertig. Guten Appetit. Bei allen Gletschern. Das sieht ja zum Sterben gut aus. Ich hau sofort mal rein. Es ist unbeschreiblich göttlich. Das raue Knirschen zwischen den Zähnen, das es durch den ganzen Körper fortsetzt. Der beißende Geschmack der Mineralien versetzt den Gaumen in Ekstase. Ein erbarmungsloser Angriff auf alle Sinne. Ich fühle mich groß und stark wie der Todesberg. Niemand kocht so gut wie mein Bruder. Ich bin pappsatt. Gut, jetzt wird gearbeitet. Goron-Angriff. Holy shit. Es ist es. Ich werde nicht mehr das Geheimnis des Helden. Sieht das nicht aus wie das Ding in Goronia? Das ist also das Geheimnis des Helden? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wie dem auch sei, eine Heldentat, mein Bruder. Du bist der Größte. Ich gehe einfach mal weiter. Ich gehe einfach mal rein. So. Bretter der Gier. Warum ist es jetzt auch kein Segenschrein, Alter? Manchmal gibt's Segen. Alter, nein, Bro, what the fuck?
Ich verstehe schon, was hier mit Gier gemeint ist, weil hier Geld runterkommt. Aber ich darf auch nicht vergessen, dass hier an der Seite wahrscheinlich irgendwo auch Truhen spawnen. Bro. Da zum Beispiel kann einer drin sein. Wusste ich's doch. Da oben ist einer. Bro, holy shit. What do you need? So. Da war so viele Rubine. Puh. Von oben muss ich dann runterfliegen. Und das war schon der Schrein. Na, dann denke ich, bleibe ich mal beim Vorhaben, dass wir dann wieder in die Wüste gehen und dann das Rennen probieren. Ja, war sogar alle. Oder wir finden noch einen einfachen Schrein. Werden wir das sehen. Auf jeden Fall holen wir uns mal unsere Belohnung hier. So. Wir sehen uns wieder draußen. Oder andere Plan? Dass wir nächste Folge einfach die restlichen Schreine machen können, hoffentlich. Gehen wir jetzt hier hinter, weil wir hier noch einen Schrein vergessen haben. Und dann können wir nächste Folge voll und ganz die ganzen Schreine hier in Gerudo machen. Ich glaube, ich teleportiere mich zum Satoriberg hinter. Und dann fliegen wir rüber. So, dann ziehe ich mal wieder andere Kleidung an. Und dann fliegen wir rüber. So, hier könnte ich zwar jetzt meine antike Pferdeausrüstung holen, aber das lasse ich erstmal. Denn wir kümmern uns erst um die Schreine, bevor wir uns um die Nebenaufgaben kümmern. So, irgendwo hier drüben. Ach, da oben war auch eine Hütte, die habe ich mir gar nicht angeschaut. Gut, dass wir nochmal hierher kommen. Da sind ja Sachen. Da war ich ja noch gar nicht drauf. Ich habe ja hier nur die Truhen angeschaut. Ich hatte hier den Truhensensor an. Da muss ich wahrscheinlich darauf. Oh, scheiße. Ich glaube, ich weiß, was ich hier machen muss. Kashiwa steht da oben. Ich glaube, das wird heute nichts mit der Quest hier. Ich glaube, das ist ein Gewitterquest. Ich glaube, dafür brauche ich ein Gewitter. Das heißt, das dürfte die letzte Kashiwa-Quest werden. Lesen wir erstmal das Buch durch. Kashiwas Tagebuch. Ich lege hier eine Aufzeichnung meiner Reisen auf der Suche nach alten Liedern wieder. Gezeichnet Kashiwa. Das Lied des Zugulandwaldes. Dieses Lied ist im Zugulandwald von Fiona ein Klassiker. Es scheint unter anderem um Drachen und Riesenschlangen zu gehen. Ich frage mich, ob es solche Wesen heutzutage überhaupt noch gibt. Das haben wir schon. Das Lied der westlichen Hyrule-Ebene. Im südlichen Bereich der westlichen Hyrule liegt die Jagdbrücke. In der Nähe befinden sich zahllose Felsen mit einem Loch in der Mitte, habe ich schon. Und über genau diese Felsen soll es ein Lied geben. Worin es wohl darum geht? Das Lied der Vollblue-Ebene. Im südlichen Teil des Ranes ist ein Lied überliefert, das von einem Tier handelt. Genau, das haben wir schon. Gerudo-Turms haben wir auch schon. Ja. Das Lied der Kaloa-See ist seit geraumer Zeit, wird ein Lied über den gigantischen Hügel im Kaloa-See von Verona überliefert. In der Region soll es öfter zu heftigen Gewittern kommen. Das ist das, was wir jetzt machen müssen. Das Lied der Horonbucht. Der Bucht unterlässt ein starker Wind. Genau, haben wir schon. Das Lied der Nordbucht. Das heißt, dass sie dort platziert wurden, um den Helden gegen Gefährdung beizustehen. Nordbucht, Watasha-Plateau. Na, das ist Blutmond! Verzeihung, was war das zu laut? Oh, sieh an, hier hoch zu klettern ist wirklich eine Leistung. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, eben der Held sich der Prüfung stellt überwindet. Und möchtest du sie hören? Mit Vergnügen, legen wir los.
Die Nacht des Blutmondes beginnt. Allen Monstern ein neues Leben bestimmt. Willst du mich verarschen? Wer auf der Heldenprüfung sind, wie neugeborenen Sockel erklimmt. Warum? Von Zeit zu Zeit ereilt uns die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht geschehen finstere Dinge. Umso mehr wünsche ich dir, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Bro, warum? Das ist die Blutmond-Quest. What the hell? Mann, das schaffen wir auch gar nicht. Aber naja. Ich würde jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ciao. Euer Gladius.